Es gibt Menschen, die Ärger, Wut und Ohnmacht in uns auslösen. Wir begegnen ihnen jeden Tag, sei es der Chef, der Partner oder sogar die eigenen Kinder. Doch jetzt ist Zeit, endlich mit diesem Knöpfedrücken und diesen Achterbahngefühlen ins Reine zu kommen. Wie jeder Konflikt die Tür zu unserer inneren und äußeren Freiheit sein kann, darüber sprechen wir mit dem Bestsellerautor und Lebenslehrer Robert Betz, jetzt bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Robert Betz. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass ich Sie kennenlernen darf. Ich freue mich auch, dass wir hier sein dürfen. Ich bin auch so ein bisschen aufgeregt, um ehrlich zu sein. Das ist gut so. Sie haben so eine, wie soll ich das beschreiben, so eine unfassbare Präsenz. Und das macht auch was mit mir. Man ist so ein bisschen in diesem, man kommt so gleich in die Heilung, habe ich das Gefühl. Hat man Ihnen das schon mal gesagt? Ja, einiges weiß ich darüber, ja. Was glauben Sie, woran das liegt? Was ist das? Das ist die Energie, die durch mich hindurch fließt. Das heißt, ob ich auf der Bühne stehe, beim Seminar oder Vortrag, da fließen mehr als Worte. Ja, das ist wichtig, die Energie. Mein Geisterbegleiter sagte mal, also deine Worte sind so 30%, was da wirkt. Der Rest ist Energie, die durchkommt ohne Worte. Sie haben ja auch in Ihren Büchern, oder ich glaube in ein, zwei Büchern habe ich das mal gelesen, man soll nicht nur mit dem Verstand zuhören, sondern auch mit dem Herzen und vor allem mit dem Körper. Das wissen wir schon vom kleinen Prinzen. Nur mit dem Herzen siehst du gut. Heißt, unser Herz hat das wirkliche Wissen. Verstand ist voll von übernommenen Gedanken. Und diese meisten Gedanken sind verurteilend. Mhm. Wir alle haben gelernt, uns zu verurteilen, in der Folge andere zu verurteilen. Wir haben das Verurteilen gelernt, quasi wie mit der Muttermilch eingesogen. Von daher, jetzt erinnern sich Leute daran, dass hier etwas ist, was wirklich weiß, was wirkliches tiefes Wissen hat, unser tiefes Wissen beinhaltet und uns führen will. Warum macht das so viele Menschen auch so unsicher, wenn man mit jemand wie Ihnen zusammen ist, der so gerade raus auch ist und die Themen so auf den Punkt bringt? Man weiß zwar, das stimmt, aber ich kenne das auch von mir. Es gibt so Momente, da bin ich voll in meiner Kraft und dann merke ich wieder, oh, hier passiert jetzt was. Und eigentlich hat man Angst vor der Wahrheit. Warum ist das so? Also ich verunsichere jetzt wenige Leute. Also nicht die Leute, die bei mir im Seminar sind. Und die wissen ja, die haben, wie Sie, schon ein paar Bücher gelesen und haben eine frohe Erwartung, dass sie was mitnehmen. Gestern so in der Johanneskirche in Magdeburg war es. Und das ist jeden Abend so. Ja, das heißt, ich spüre, da darf ich die Herzen berühren durch einen Vortrag. Der kommt nicht nur im Kopf an. Sonst wäre es was Rationales, macht keine Mentaltrainings, obwohl Gedanken sehr wichtig sind zu überprüfen. Aber das Entscheidende bei allem, was wir sind und tun, ob du arbeitest oder in der Familie bist, ist, machst du das mit Liebe? Machst du das aus deinem Herzen? Stimmt das? Und dieses Herz sagt uns jedes Mal auch, das fühlt sich rund und gut und stimmig an oder nicht. Das ist die Führung des Herzens über Stimmigkeit. Und darum empfehle ich immer, höre auf dein Herz. Und was nicht stimmig anfühlt, das schau, dass du es korrigierst und stimmig machst. Ja, da sind wir jetzt eigentlich schon beim Thema. Die meisten sind ja im Alltag nicht wirklich so auf dem Weg ihres Herzens, sondern haben ja schon am Montagmorgen so dieses innere Nein und gehen dann ins Büro und überhören das ja auch einfach, ne? Viele tun's. Viele wachen jetzt auf, aber auf den Zwischenschritt zwischen Aufwachen und etwas neu machen oder anders machen, kommt der Ärger hoch, kommt die Unruhe hoch, die Unsicherheit und die Unzufriedenheit. Die Unzufriedenheit kocht ja jetzt sehr hoch bei sehr vielen, auch politischen Bereich, überall. Und ich empfehle jedem sehr hinzuschauen, womit bist du nicht zufrieden? Dann bist du mit etwas nicht im Frieden. Und unser Herz wünscht sich, in den Frieden zu kommen. Denn wenn wir im Frieden sind mit uns, mit unserer Frau, seinem Mann, mit der Arbeit, in Partnerschaft, mit dem, mit unserem Leben, unserer Vergangenheit, dann erst fließt Energie. Und wenn ich nicht im Frieden bin, dann heißt, dann verurteile ich mich mit Bedauern, Bereuen, ich hätte, sollte und so weiter. Und dann hat es in meinem Körper Energieblockaden. Und die führen letztlich zu Symptomen und Krankheiten. Heißt, die Energie, die Herzenergie kann nicht fließen, die Freude kann dann nicht fließen. Und das ist einfach, das kann man korrigieren. Das ist die Führung des Herzens. Mach's neu. Drück mal einen Reset-Knopf und mach's neu, mach's anders. Ja, und da sind wir am Punkt. Ne? Viele wissen nicht, wie es wirklich geht, anders zu machen. Wir haben vorhin, oder ich habe vorhin eingangs gesagt, diese Knöpfedrücker. Schweres Wort, Knöpfedrücker. Ja. Das andere meint es einfacher. Ja, genau. Aber dieses, das sind ja meistens auch hauptsächlich die, die wir in unserer Familie unmittelbar in unserer Nähe haben, erstmal. Alle, ne? Die wir an uns rankommen lassen, aber auf der Arbeit.
Kollegen, Chefs, ja, ja. Das ist klar. Mit dem Menschen, mit dem wir eng zusammen sind, mit dem wir zusammenarbeiten müssen, mit dem wir kommunizieren, von dem wir etwas erwarten, ja, hier vom Chef, da vom Partner, da vom Kind, sie sollen unsere Erwartungen erfüllen, die tun uns dann oft nicht den Gefallen. Und das ist letztlich gut so, denn der andere ist nicht dazu da, meine Erwartungen zu erfüllen, ja, sondern ich bin erstmal dazu da, das zu erfüllen, was mein Herz sich wünscht. Und wenn ich meine Herzerwartung, sage ich mal, oder Bedürfnisse nicht erfülle, dann kann ich nicht erwarten, dass der andere meine erfüllt. Ja, das ist ein großer Denkfehler, auch in der Partnerschaft ist das ja so. Ne? Ich sage immer den Menschen, schreib dir auf, was du alles von deinem Mann, deiner Frau erwartest. Was sollte er nicht, was sollte sie nicht? Und dann frag dich mal, gibst du das eigentlich selber, was er sollte oder sie sollte? Also er sollte mehr für mich da sein, er sollte mir zuhören, er sollte liebevoll sein, bist du das selber zu dir? Ja, das sind aber, die Schwierigkeit ist ja da, warum soll ich das denn tun, wenn er es nicht tut? Das sind immer dann die ersten Antworten. Ja, das, ne? Jetzt fährt aber umgedreht. Genau, aber wenn beide das machen, ja, dann wird andere, nie was passieren. Ja, aber der andere hat nicht meine Erwartung zu erfüllen. Ja, Liebe. Wir haben zwar heute nicht das Thema Partnerschaft und Liebe. Auch wir können da auch ein bisschen aber noch dazu machen. Es spielt ja überall rein. Gerade weil der Partner eben auch der Knöpfedrücker oft ist und sein muss. Partnerschaft ist dazu da, dass der andere unter anderem natürlich auch das Leben und die Liebe zu feiern. Aber der Partner, wenn wir Nähe riskieren, das wünschen wir uns ja, nicht nur körperliche, dann berührt der andere uns an den ungeheilten Stellen. Heißt, auch Partnerschaft und Beziehung ist immer auch für Heilung da. Und Heilung ist nun mal oft schmerzhaft, heißt, wie zum Beispiel, ich werde verlassen oder ich fühle mich verlassen und dann tauchen eben die alten Wunden der Verlassenheit auf. Mhm. Die sind alle in der Kindheit, haben wir mehr oder weniger oft Kränkungs-, Enttäuschungs-, Verlassenheitserlebnisse erlebt. Und die sind damals nicht geheilt worden, unsere Eltern konnten uns nicht helfen und darum schwären die sozusagen über Jahre, Jahrzehnte, nach 2, 3 Jahrzehnten sagt das Leben oder die Seele, so jetzt bist du reif, das darfst du dir mal heilen lassen und schickt uns dann einen Menschen, ob in der Familie oder außerhalb und der drückt dann den Knopf und das nenne ich dann unseren Arschengel. Wo viele sagen, was ist das denn? Ja, also Arschengel sage ich deswegen den Begriff für Knöpfedrücker gewählt, weil der Kopf sagt, das ist ein Arsch, ein Idiot am Knallkopf. Ich finde das toll, im Fernsehen oder online sagen zu können, Arsch, Arschengel, ich darf ja das Wort Arsch mal verwenden. Ja, das ist eben, das darf auch mal, die Hürde, weil wir denken loslassen. Ja eh. Ja, genau. Ich rede so, wie wir Leute denken. Ja, wir sagen nicht, oh, dieser unangenehme Vater. Ne? Und Arsch sage ich deswegen, weil der Kopf sagt, er verurteilt ihn als Arsch. Und das Herz sagt, dieser sogenannte Arsch ist in Wirklichkeit ein Engel. Ja, und irgendwann erkennst du das und dann fällt der Arsch ab und dann bleibt der Engel übrig. Wann haben Sie das denn für sich erkannt eigentlich? Ach, das kann ich zeitlich nicht mehr festmachen. Aber man kriegt ja viel Übungsmöglichkeit. Ja. Im Nachhinein kann ich viel sehen. Ich hatte früher auch einen Chef und habe den mit meinem Vater verwechselt über 9 Jahre. Ich wollte imponieren, ich wollte Anerkennung haben und so weiter. Und das war mir damals auch nicht klar, weil damals habe ich von Vater verstricken keine Ahnung gehabt. Also sobald, solange wir, und das sind alle, mit ihrem Vater und ihrer Mutter verstrickt sind und nicht im Frieden sind, dann brauchen wir Stellvertreterpersonen, die uns das dann nochmal vorführen. Das heißt, wir suchen uns dann Vaterersatzfiguren oder Mutterersatz, ob in der Partnerschaft oder ganz besonders am Arbeitsplatz. Was uns aber nicht bewusst ist, ne? Bis die Knöpfe gedrückt werden. Und ja, da muss ich das wiederholen. Ich sage mal, achte auf die Wiederholungen, was sich in der Ehe oder in Partnerschaft oder mit den Kindern oder am Körper oder mit dem Chef und Kollegen wiederholt. Da betont, legt die Seele ihren Finger in die Wunde und sagt, hier, schau mal an. Ich habe es ja schon 3-mal gezeigt. Wann bist du bereit, mal hinzuschauen und deine Verantwortung zu übernehmen? Also die Ursache-Wirkung zusammen zu erkennen. Wieso suchst du dir immer einen Chef, der dich nicht anerkennt? Könnte es damit zusammenhängen, dass du dir selbst schon lange die Anerkennung verweigerst. Oder dass du immer noch nach der Anerkennung von Papa strebst. Papa sollte mich anerkennen. Ja? Tut er nicht, wenn er es nicht tut. Ist auch nicht sein Job. Also im Grunde müssen wir zuallererst erstmal unsere Einstellung zu, was Konflikte überhaupt sind, ändern. Dass Konflikte, in welcher Form sie sich darstellen, ob wir wütend, sauer, aggressiv oder ohnmächtig uns fühlen, das sind im Grunde die Anzeichen dafür, wo wir hingucken müssen. Hier ist jetzt ein Konflikt. Und dann auch anzunehmen oder den Gedanken zuzulassen, das ist jetzt Heilung. Das passiert jetzt nicht, weil das Leben irgendwie ungerecht ist, sondern weil hier eine Chance für mich für Wachstum ist. Ja, also wir sehen nicht den Konflikt. Wir sehen als erstes das, was wir spüren, unangenehmerweise, das sind die Gefühle. Die haben Sie erwähnt. Das ist Ärger und Wut und Zorn und Hass und Groll und Hader. Dann nehmen noch den Neid und die Eifersucht. Und wenn wir genau hinschauen, und das tun die meisten nicht, wenn ein Mensch wütend ist oder sich sehr ärgert,
dann fühlt er sich im Hintergrund ohnmächtig. Mhm. Wir haben es erwähnt, hilflos, ohnmächtig. Und das hat wiederum seinen Grund in der Kindheit, weil jeder von uns hat mindestens 15 Jahre Ohnmachtszeit erlebt. Als Kind hast du keine Macht. Du kannst eben nicht zum Papa sagen, ich habe mir das 5 Jahre angeguckt, ich ziehe aus. Ja, du hast keine Macht. Und diese Ohnmacht, die erlebte Ohnmacht und Kleinheit und Wut damit, ja, ich kann nicht hier, ist in uns gespeichert, in unserem Energiekörper. Wir tragen die gesamte Vergangenheit mit uns herum. Und solange wir nicht im Frieden sind oder der kleine Junge, das kleine Mädchen uns nicht bei unserem Herzen angekommen ist, solange muss das Leben uns diese Ohnmacht immer wieder hochholen. Das tut sie durch Menschen und Situationen. Und dann fühle ich mich wieder, scheiße, ja, ärgerlich, wütend. Die meisten Menschen erkennen nicht, aber die meisten würden es sofort erkennen und sagen, ja, wenn ich wütend bin, das stimmt. Ja, stimmt, da hinten. Eigentlich bin ich Ohnmacht. Ich fühle mich wie gefesselt. Ich fühle mich handlungsunfähig, auch sprachlos. Ja, viele sagen, man kann sich da nicht recht irgendwie ausdrücken. Ne? Genau, manche sagen, ja, 2 Tage später, das hätte ich sagen sollen, ne? In der Situation. Dann fällt ihnen das später ein. Mhm. Und das Ganze mit einem sehr unangenehmen Gefühl verbunden. Der andere ist mir überlegen, der dominiert mich. Ich fühle mich gefangen, ich fühle mich irgendwie abhängig. Und diese Ohnmacht ist jetzt wichtig wahrzunehmen, wie alle Gefühle. Heißt, wir können, und das machen wir in der Transformationstherapie, es ist ein Zentrum, deine Gefühle, und seien sie noch so unangenehm, wollen jetzt gefühlt werden von dir. Und zwar bejaht worden, angenommen werden. Darum heißt ein Gefühl, das heißt, geh hin und fühle mich. Und dazu darfst du dir Zeit nehmen. Das können jetzt schon Kinder mit meiner CD, meine Gefühle werden meine Freunde, über 8000 Kindern machen die CD, heißt leben damit, hören sie öfter. Und ich kriege Post von 3-, 4-, 5-Jährigen, die sagen, ich habe keine Angst mehr vom Kindergarten. Und wenn Kinder das können, können Erwachsene das auch. Das heißt, etwas ganz Neues wird an der Uni nicht gelehrt bisher. Dort dominiert die Verhaltenstherapie und andere Dinge. Wir dürfen und können unsere Gefühle, ob Wut, ob Scham, ob Schuld, ob Kleinheit, durchfühlen, unsere Verantwortung übernehmen, zu erkennen, es sind meine Gefühle. Zweitens, meine Angst, meine Wut ist nicht mein Feind, von mir erschaffen. Und wünsche dir als erstes eins, Augen schließen, atmen. Du darfst da sein. Alles in mir darf da sein. Alle Angst, alle Wut, alle Scham. Und mit diesen Gefühlen verbunden, mit den Emotionen, sind Körperempfindungen. Angst macht eng. Wut macht starr. Ja, ich will zuschlagen, steckt dann auf den Muskeln drin. Das heißt, sowohl körperliche Empfindungen unangenehmer Art, als auch unsere Emotionen warten darauf, dass wir unser Herz öffnen und sagen, okay, ich bin bereit, dich jetzt bejahend zu fühlen. Und dann kommt Energie in Fluss. Solange ich sage, nein, 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 obwohl es schon da ist, blockiert's. Das heißt, der Schlüssel ist immer ich selbst oder wir selbst bei uns. Alles, was mich betrifft oder trifft, betrifft mich. Alles, was mich unangenehm betrifft, wartet auf Klärung. Also Sie haben ja auch in Ihrem Buch das Wort Resonanz nochmal erklärt, ne? Weil das, glaube ich, ist immer wichtig, auch in diesem Zusammenhang zu verstehen. Resonare, was bedeutet das genau, das Wort? Die Person heißt Personare, dann tönt etwas durch mich durch. Sonare, tönen. Gleichzeitig können Sie dann schwingen. Wir haben einen Schwingungskörper. Alles, was in mir gespeichert ist, strahle ich nach außen. Jeder Konflikt, und wenn er 30 Jahre zurückliegt, ist etwas, wenn ich mit mir nicht im Frieden bin, strahle ich aus. Quasi, als ob weil wir es als Energieblockade mit uns noch rumschleppen. Weil es eine niedrige Schwingung ist. Jede Angst, jede Wut, jede Scham ist eine niederfrequente Energie. Das hier ist Energie, Schwingungskörper. Höchste Energie sind Freude und Liebe. Niedrigste Energie ist Scham und Schuld. Und dann kommt drüber Angst und andere. Und diese Energien wollen einfach, oder der Körper will, dass wir hoch schwingen, dass wir dies lösen, dass das Herz frei ist. In unserem Körper will alles fließen, Blut, Lymphe, alles. Das macht alleine das System von ganz, eigentlich ist das die göttliche Ordnung, ne? Das ist Natur, wenn, können Sie Natur, sagen, wenn Sie an Gott nicht glauben, absolut. Ja. Wir haben ein Ordnungsprinzip. Jedes Wesen möchte in höchstmöglicher Form schwingen. Heißt, in der Freude sein, in der Harmonie sein, mit sich, mit allem um sich herum. Das heißt, wenn diese, ich nenne es jetzt mal diese Themenfelder, arbeiten und schwingen, in dem Moment ziehen wir auch genau diese Partnerschaften, diese Informationen, also diese Umstände und all das an, wo wir sozusagen das nicht nur gespiegelt kriegen, sondern was es in uns lösen will. Auf den Punkt. Und genauso auch im Körper, hört das richtige Organ, das betroffen ist, meldet sich. Also ob das jetzt der saure Magen ist, der übersäuert ist oder die Gallensteine, die Wut letztlich, versteinerte Wut darstellen, Gallensteine, überall an der richtigen Stelle. Das Leben macht keine Fehler. Sie haben in Ihrem Buch was sehr Interessantes geschrieben. Und zwar nehmen wir mal das Beispiel mit einem Elternteil. Ja?
dass man dann sagt, ja, muss ich denn wirklich, meine Mutter oder mein Vater ändern sich einfach nicht. Ja? Müssen sie auch nicht. Und genau, und da haben Sie aber geschrieben, ja, sie können sich auch gar nicht ändern, bevor du nicht dein Resonanzfeld oder dich geändert hast. Sehr gut. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen genaueres darüber erfahren. Der andere tut mir unbewusst einen Gefallen. Also der Knöpfedrücker, der Arschengel, kann nicht anders. Er tut es vollkommen unbewusst. Genauso wie jeder von uns, Sie oder ich, sind für bestimmte Menschen ein Arsch, ein Knöpfedrücker. Heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass alle Menschen uns gleichermaßen lieben, weil wir manchmal auf den Zeiger gehen. Mhm. Der eine ist neidisch auf uns, der eine das und so weiter. Deswegen lösen wir bei anderen aus. Das heißt, der Mensch kann gar nicht verhindern, dass er für irgendeinen anderen ein Arschengel oder ein Knöpfedrücker ist. Da können Sie machen, was Sie wollen. Das passiert einfach, ja. Wenn Sie versuchen, es allen recht zu machen, dann sitzen Sie am Ende zwischen allen Stühlen. Ja, ja. Das geht nicht. Und das muss man erstmal verstehen. Dass der andere nicht dich extra ärgert. Nehmen wir einfachstes Beispiel, die unordentliche Tochter. Ne? Millionen Mütter ärgern sich über unordentliche Tochter. Da haben Sie geschrieben, Streuordnung. Das fand ich sensationell. Das habe ich mir gleich hier abgespeichert mit meinem Sohn. Ja. Ja. Einer hat mal gesagt, es gibt keine perfekte Ordnung. Es gibt nur verschiedene Grade von Unordnung. Mhm. Ja. Aber Streuordnung war sensationell. Streuordnung. Ja, und darüber regt sich die Frau auf. Warum regt sich die Frau auf? Es hat was mit ihr zu tun. Denn über alles, wo ich mich aufrege, hat was mit mir zu tun. Was ist der Hintergrund? Diese Mutter hat meistens von ihrer Mutter gelernt oder hat sich irgendwann entschieden, ich will ordentlich, ordentlich, ordentlich sein. Am liebsten perfekt. Ja, man strebt nach einer perfekten Ordnung im Außen, während man nicht sieht, dass in mir alles andere als perfekte Ordnung ist. Ja, sie räumen die Küche auf, machen das, die putzen zwar, man darf kein Flöckchen unter Bett legen und so weiter. Das ist eine Einseitigkeit und eine Lüge, ein Selbstbetrug. Denn jeder ist ordentlich und auch unordentlich. Jeder ist mutig und auch ängstlich oder feige. Ja? Aber spiegelt die Tochter jetzt diese Unordnung nur, weil das Pendel auf die andere Seite ausschlagen muss, weil die Mutter einerseits zu ordentlich ist? Nicht das Pendel, ja, richtig. Also, sie muss es ausgleichen. Oder ja, weil die Frau, jetzt so die Mutter in Extrem ist. Die Mutter ist nicht in der Balance. Sie sagt, ich will nicht unordentlich sein. Aber inwieweit spiegelt denn die Tochter auch die innere Unordnung der Mutter? Ja, natürlich, 100%. Die Tochter, unordentliche Tochter, macht die Mutter darauf aufmerksam, dass in ihr auch was Unordnung nicht in Ordnung ist. Ja, genau. Ja. Und wenn die Mutter anfangen würde, nach dem 100. Mal, 1000. Mal sich zu ärgern, dann, Moment mal, was regt mich eigentlich auf in mir? Ja, wir projizieren das auf den anderen, statt bei uns hinzuschauen. Moment mal, was regt mich eigentlich auf, wenn meine Tochter ihr Zimmer wie ein Sauladen hat? Erstmal geht es mich gar nichts an, weil das ist ihr Zimmer. Gut, manche tragen es auch ins Wohnzimmer. Aber die Tochter demonstriert im Äußeren die Unordnung, die in der Mutter im Innern ist. Genau. Ja, das kostet etwas Mut, das zuzugestehen, sich oder einzusehen. Das ist Resonanz, heißt, in mir denke ich eine Lüge, eine Unausgewogenheit. Ich will nur das sein, besonders bei zum Beispiel dem Polarität stark, schwach, haben wir Männer wie Frauen. Ich will nur stark sein, aber nicht schwach sein. Okay, nehmen wir mal an, ich bin jetzt diese Mutter, ja, die jetzt ihrer Tochter jeden Tag eine Predigt hält, warum das hier so wie ein Saustall aussieht. Ja. Ja. Wie gehe ich denn davor? Erstmal zu erkennen, nehmen wir an, ich finde ihr Buch rein zufällig, was ja auch nicht zufällig ist. Ja? Nie. Und lese dann, okay, es hat mit meiner Unordnung zu tun. Ja. Reicht es in dem Moment, es einfach nur zuzulassen, dass es so sein könnte? Dass das ist der erste mentale Schritt der Erkenntnis. Das hat was mit mir zu tun. Zweitens darf die Mutter mutig und ehrlich sein und sagen, in mir ist tatsächlich, ja, wenn ich ehrlich bin, ist in mir sehr viel Unordnung. Zwischen mir und meinem Ex-Partner, zwischen mir und meinem Vater, zwischen mir und meiner Mutter, zwischen mir und mir. Ich bin nicht im Frieden mit mir. Am liebsten würde ich anders sein. Das hätte ich anders machen müssen und so weiter. Dann merkt sie, wie viel Unfrieden in ihr ist. Da schaut sie bis hierhin hin und fühlt diese Gefühle von Gram, Groll, Wut auf sich selbst nicht. Oder die Angst vor einer Unordnung, denn auch das hat damit zu tun. Viele versuchen eben im Außen eine scheinbare Ordnung zu schaffen, in der Illusion, dann wäre bei mir alles in Ordnung. Aber im Innen ist die Unordnung. Und die kann ich nicht mit der Äußeren abdecken, verdecken. Aber warum scheuen sich die Menschen so, diese Gefühle zu fühlen in dem Moment? Da haben wir auch keine Tradition. Die letzten 1000 Jahre gibt es keine Tradition, die gesagt hat, Junge, wenn du Wut bist oder sogar Hass hast, dann mach die Augen zu und fühl deinen Hass. Hass, Wut, Angst, streb nach Liebe. Weil wir es nicht gelernt haben. Ja. Ja. Und weil wir eine jahrtausendalte Tradition der Verurteilung haben. Irgendwann hat jemand gesagt, ich bin besser als du, wir sind besser als ihr. Ihr habt den besseren, schlechteren Gott oder ihr habt den falschen Gott und wir haben den besseren. Das haben wir ja jetzt zigtausend Jahre. Und deswegen ist das so eintrainiert, die Verurteilung des anderen und die Schuld
Schulderklärung, die Nichtübernahme der eigenen Schöpferverantwortung, das sitzt ja den meisten Menschen so im Blut. Das ist der Normalmensch, den ich bei im Buch Willst du normal sein oder glücklich beschrieben habe. Einer der ganz großen alten Schuhe, mit dem wir rumlaufen. Du bist schlecht, du bist schuld. Oh, das kenne ich auch aus dem Alltag. Also ich mittlerweile beobachte ich es, wie ich jeden. Wir packen ja jeden in eine Schublade, den wir treffen. Ja, ja. Das läuft ja unbewusst ab. Ja, schauen wir mal im Verkehr. Da sieht man es besonders schön, ne, wenn dich jemand die Vorfahrt nimmt oder schneidet und so weiter. Ne, da sagt keiner, ich grüße meine göttlichen Brüder und Schwestern in den Autos. Ne, Arschloch. Ne? So, ja. Da geht es ja ganz schnell, geht es ganz impulsiv. Und dann merkt jeder ganz schnell, wie schnell er aus seiner Mitte ist. Dann, oh, du blödes ne? Ja. Und das ist einfach wichtiges Selbsterfahrungsmaterial. Im Grunde treffen sich dann auch wiederum nur zwei, die selbst in ihrem Opfermodus sind oder in ihrer Wut oder in ihrem Ärger. Also nee, zwei der Felder, andere nicht. Der andere tut etwas ganz unschuldig. Wenn Sie gerade falsch fahren vor mir her, dann machen Sie gar nichts. Ja, was Sie machen, ob Sie jetzt nicht Auto fahren können oder einen Fehler gemacht ist haben, eigentlich das spielt überhaupt keine Rolex. Ja, ich ärgere mich über Sie, völlig egal, was Sie für ein Motiv hatten. Da haben Sie, das ist ja nur ein für mich anonymer Autofahrer, den ich gar nicht sehe, wer da sitzt. Ja. Naja. Aber ich bin mit mir nicht im Frieden und da passiert etwas, was in meinem Ordnungsverständnis nicht sein sollte. Und das pisst mich an. Und dann habe ich wieder eine Gelegenheit, das ist die böse Welt, der böse Welt. Die da oben, ja, Schwiegermutter schon wieder, ruft sie schon wieder an, mischt sie schon wieder in die Ehe ein und so weiter. Mein Sohn bringt schlechte Hausaufgaben, ist bestimmt der Lehrer schuld. Aber was mache ich in diesem Moment, wenn die Schwiegermutter einfach nicht aufhört? Ich kann ja jetzt aufgeräumt sein bei mir, aber dann stellt sich mir jetzt diese spontane Frage, muss ich die denn überhaupt ertragen? Also ich kann ja jetzt da so was wie sie... Was können Sie machen? Was soll ich denn machen? Ich kann sie vielleicht nicht ändern, aber was wäre denn da der Weg? Sie sagen wirklich, dass die Schwiegermutter sich in dem Moment ändert, wenn ich mich geändert habe. Ja, ist das immer so? Es ist nicht immer so, sie kann sich weiter so verhalten, aber ihre Resonanz, ihre Reaktion wird eine andere sein, wenn sie erkennen, dass ihr Schwiegermutterthema letztlich ihr Mutterthema ist. Fast alle Schwiegermütterthemen sind Mutterthemen. Das große Thema der Schwiegermutter ist, dass sie quasi zur Schwiegertochter sagt, mein Sohn kannst du heiraten, bleibt eben einer. Mhm. Ja? Das heißt, ein Konkurrenzkampf um den Sohn, um Einfluss und Besitz und sowas. Ja? Das heißt, es gibt zwei Ebenen. Momentan, wenn sie etwas tun und sich aufregen, dann sage ich, zieh dich zurück. Oder wenn dein Partner deinen Knopf drückt, ihren Knopf drückt und sagt, also da hast du wieder einen Fehler gemacht und so weiter. Und sie kommen gerade so in die Temperatur rein und wollen gerade zurückschießen. Da werden wir das sagen, stopp, Peggy. Ja? Bleib bei dir. Bevor sie nämlich in der Wut was sagen, was sie nachher bereuen, halten Sie besser im Mund, gehen einmal um den Block und sagen, vielleicht können wir nachher weiterreden. In mir kommt gerade was hoch. Sie können auch sagen, ich bin jetzt scheiße wütend, aber halten dann an und hauen nicht diese Wut als Angriff raus. Das ist in dem Moment wichtig. Auf Dauer aber, wenn ich weiß, dieser Mensch regt immer mich auf, holt die Ohnmacht rauf, die holt den Ärger rauf, heißt in meinen Sessel setzen und sagen, so, jetzt nehme ich meine CD vom Betz. Negative Gefühle verwandeln oder sonst etwas. Naja, wenn sie was Besseres haben, nehmen sie was Besseres. Aber das wirkt. Hinsetzen und sagen, alles in mir darf jetzt da sein. Und sie atmen und spüren mal, wie viel Unruhe da ist. Und wo dieser Ärger steckt. Denn die Gefühle haben ihren Lieblingsplatz im Körper. Oh ja. Ja, die haben verschiedene Plätze. Wie gesagt, Wut sitzt oft heiß im Bauch, sitzt aber auch auf den Muskeln. Scham sitzt eben da unten auf. Schuld sitzt oft auf den Schultern. Ja, und die Angst sitzt oft im Herzen. Angst macht eng. Und auch im Hals, wenn der Hals eng wird und sie kriegen kein Wort mehr raus. Hier, das sind Angstplätze vor allen Dingen. Und so kann ich mir näher kommen und mir selber helfen, indem ich sage, das mache ich jetzt mal öfter, zwei, dreimal die Woche. Ich nehme eine halbe Stündchen, weil ich weiß, ich habe selber Panikattacken gehabt mit 40 bis 42, konnte mir kein Schwein helfen. Trotzdem besten Diploms in Hamburg. Ja. Ich habe drei Experten kontaktiert. Die konnten mir nicht helfen, die machen mit mir bei Panikattacken Gesprächstherapie. Wann sind die aufgetreten, diese Attacken? Zwischen 40 und 42 nachts. Und nachts einfach? Nachts, einfach klatschnass, so. Nachts. Tagsüber, nee, alles Paletti. Nachts, wenn sie die Kontrolle abgeben, wenn der Kopf sozusagen, der Verstand die Kontrolle abgibt, da kann die Seele kommen, das haben wir jetzt sehr viel. Schlafstörungen steigen so an. 20% aller Kinder in Deutschland haben angeblich Schlafstörungen. Viele schwitzen jetzt auch nachts immer so viel, ne, und sind unruhig. Und sind das auch schon so eine Heilungsprozess? Das ist Arbeit, oder? Ja. Das ist Arbeit. Da Arbeit, ja. Das Arbeit. Aber wenn ich nicht mehr schlafen kann, und das können viele nicht, dann heißt es, die Angst, Bademantel anziehen, Sofa setzen, atmen, alle Angst darf da sein. Wenn sie nicht alleine können, holen sie eine Hilfe.
Das ist wichtig. Es kommt jetzt hoch. Das ist jetzt eine Rüttelbrettzeit, wo eben alte Gefühle hochkommen. Genau wie die ganzen Skandale hochkommen, wird jetzt in dieser hochschwingenden Transformationszeit, es ist letztlich die Liebe, die jetzt durchschießt durch alle Dinge, all das hochgeholt, was bisher nicht im Fluss ist, was nicht im Frieden ist. Also es ist immer so einfach, ne, wenn man das so hört. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass man eigentlich braucht es auch wirklich Hingabe an den Augenblick und den Moment. Dass wenn das passiert, ne? Aber schon allein das Wort Hingabe und das zuzulassen. Wenn, also ich war jetzt gerade in Griechenland und habe gemerkt, dass ich nach 2 Tagen so richtig zusammengesackt bin, ohne Grund, und habe gemerkt, wie so ein inneres Kontrollsystem Angst hat oder irgendwie, was passiert hier mit mir? Und ich konnte das überhaupt nicht beschreiben. Es war der Berg, es war das Wasser. Es hat ja auch damit zu tun, wie weit öffnen wir uns dem, was geschehen will. Ja, darum machen wir in Lesbos die Seminare, weil das auch so eine hochschwingende Energie ist. Dort sind wir allerdings in der Gruppe sehr gut aufgefangen und dort laufen Prozesse schneller ab, weil diese Energie dort in Griechenland nicht nur, aber besonders auf Lesbos anders ist. Und das sind, wie Sie sagen, Heilungs-, Lösungsprozesse. Dort komme ich dann zu mir selber und der Körper und die Seele arbeiten und sagen, schön, dass du hier bist, schön, dass du dir Zeit nimmst für dich. Ja, so oft erst mal nach Jahrzehnten oder 14 Jahren, dass Mütter, die jetzt 2, 3 Kinder haben, das erste Mal sich einen Urlaub für sich gönnen und nur für sich da sind, nicht für die Familie. Die haben ja oft Stress, wenn sie mit der Familie noch in Urlaub fahren. Das heißt, Männer wie Frauen können erst mal zu sich selbst kommen. Und da haben Sie recht, da ist Griechenland eine gute Energie. Wie ist denn das eigentlich? Also ich habe so die Beobachtung gemacht, dass gerade sehr, sehr viele Männer, aber auch Frauen plötzlich mit ihrem alten Verhalten nicht mehr weiterkommen, mit diesen männlichen Energien, so wie sie früher gehandelt haben, gedacht haben, ne? Wie sie ihr Leben gemanagt haben. Sie kommen immer schneller jetzt an Grenzen und merken, dass es eben nicht mehr so funktioniert. Meistens über den Körper. Ja, aber auch, dass es wirklich das Leben wie so eine Wand davor fährt, ne? Und dass sie merken, Geld kommt nicht mehr, die Aufträge kommen nicht mehr. Ja. Was ist da wirklich gerade weltweit im Gange, dass gerade diese Energien jetzt nicht mehr so funktionieren? Diese hochschwingende Energie, man nennt sie Transformationskraft, ich nenne sie Liebe, schießt jetzt durch alle Energiesysteme und hat eine Korrekturfunktion. Aber erstmal hat sie eine aufdeckende Funktion. Sie zeigt uns, alle an Menschen, Frauen wie Männer, die immer nur in dem Machen, Machen, Tun waren, werden jetzt ins Nicht-Tun hineingezwungen, wenn sie nicht freiwillig nach innen gehen. Ja, wir sind so nach außen fixiert, ob wir aufs Smartphone gucken oder arbeiten oder auf andere gucken, wir wollen aufmerksam, aufmerksam, Aufmerksamkeit haben von außen. Das ist das Kind in uns. Ja, das Kind in uns ist nicht satt geworden an Geborgenheit, an Aufmerksamkeit, an Liebe und Lob, konnten unsere Eltern nicht. Sie haben ihr Bestes gegeben. Und so haben wir heute eine Aufmerksamkeitsökonomie auch. Ja, der Mensch ist getrimmt darauf, bekomme ich von dem was, bekomme ich da was, lobe ich meine Freunde, habe ich da nette, sind die nett zu mir und so weiter, anstatt zu gucken, und was mache ich mit mir? Und wenn in mir sehr viel Unnettes, heißt Unfreundliches, mir gegenüber gespeichert ist, dann sagt das Leben, schau mal dahin. Und wenn ich nie schwach sein durfte, mich angestrengt habe, für andere, auch viele Frauen aufgeopfert habe, gekümmert habe, andere Männer nur gearbeitet haben, nur Geld angeschafft haben, nie für sich Zeit hatten, sagt das Leben, und jetzt ist Schluss. Darum haben wir die Burnout-Raten. Erschöpfungssyndrom ist extrem steigend. Das Leben sagt dann, meine Liebe, ich meine es nicht böse mit dir, ich leg dich jetzt flach. Warum? Dann kommst du endlich mal zu dir. Ob durch Unfall, Krankheit, da liegst du im Krankenhaus oder in der Reha oder du hast eben Gelenkkrankheiten, die nehmen jetzt sehr zu. Du kommst in die Starre und du kannst nicht mehr wegrennen. Du bist gezwungen, stehen zu bleiben und nach innen zu gucken. Das ist jetzt eigentlich genau das, wir werden passiert. Verlangsamt oder flachgelegen, damit wir nach innen schauen. Damit wir uns interessieren für uns als Innenleben, Innenweltleben. Denn das hier in mir, Gedanken, Gefühle, Empfindungen und Herz, das ist unsere Innenwelt. Und wenn wir nicht dahin schauen, diese Innenwelt entscheidet über alles in unserer Außenwelt. Und gehst du nicht nach innen, heißt es schön bei Nihil Wolsch in Gesprächen mit Gott, dann gehst du leer aus. Wir aber haben gelernt, tu was, lern was, hau rein, sei für andere da, guck, dass du was bekommst und dann hast du was und wenn du hast, dann bist du was. Dieses Konzept geht jetzt zu Ende. Das sorgt nicht für Glück, das hat nichts mit Glücklichsein zu tun. Ja, also jetzt geht's mehr in diese, dass man lernt jetzt eben auch mal loszulassen, ne? Also wirklich in dieses weibliche Element zu kommen, dieses nährende. Wenn man es lernt. Naja, wir werden angehalten dazu. Oder wir werden angehalten, aber ich merke ja auch, ich muss auch gerade lernen, mit völlig anderen Energien in meinem Leben umzugehen. Ja. Und es fällt mir auch zusehends leichter, aber ich merke, da schlägt sich manchmal noch so ein Blocker, so ein Sabotageprogramm ein.
Ich würde gerne auf einen wichtigen Punkt noch zurück oder zu sprechen kommen, ja, was Beziehung angeht. Ja. Ich kenne einige Menschen, die dann immer sagen, ja, ich habe mit meiner Mutter gar keinen Kontakt mehr, mhm, mit meinem Vater oder ach, mit dem Ex ist schon ewig, mhm, her. Ich fand das so bemerkenswert, weil sie haben gesagt, Trennung gibt's nicht. Nein. Wir trennen uns nie, auch wenn wir uns 30 Jahre nicht sehen und er am Ende der Welt lebt. Wir sind immer noch in Beziehung zu dieser Person. Wir stehen eh energetisch mit allen Menschen in Verbundenheit. Es gibt ja Allverbundenheit. Das ist eine Illusion des Kopfes zu sagen, mein Partner als Ex-Partner, weil ich mich von ihm getrennt habe. Nein, entweder sind sie im Frieden, in der Würdigung mit dem, was sie erlebt haben, mit der Erfahrung, auch wenn sie schmerzhaft war, oder sie sind im Frieden mit ihm oder sind verstrickt. Ja, hm, eins von beiden. Also verstrickt heißt genau? Verstrickt heißt, ich habe heute noch eine innere Verbandelung, mhm, mit ihm, weil ich ihm oder ihr das noch nicht verziehen. Es ist immer noch ein Groll, eine nicht geheilte Wunde. Die blöde Sau von damals hätte das und das hätte mir nicht passieren sollen. Und er hätte und sie hätte nicht und hätte. Mhm. Bedauern, bereuen. Solange das da ist, bin ich verstrickt. Und solange ich verstrickt bin, tendiert das Leben dazu, mir Wiederholung zu schicken. Dass diese Wiederholung, diese Verstrickung nochmal auf die Tagesordnung kommt. Entweder mit dem neuen Partner oder mit dem Chef oder mit dem Nachbar oder wem immer. Oder immer wieder mit dem Ex, ja? Oder wenn sie ja, noch Kontakt haben. Der dann immer haben. Wieder kommt, genau. Ja, genau. Wie ich gestern wieder sagte, ja, das einzige Problem, was ich habe, ist, dass meine Frau mir die Kinder vorenthält und dass sie mir nicht verzeiht und dass sie immer noch mir das die Hölle heiß macht. Hm. Ja, ich würde es mir wünschen, aber da ist es bisher hat's nicht geklappt. Hm. Ja, also da leiden sehr viele darunter, unter den Unfriedensbaustellen der Vergangenheit. Stell dir mal vor, wir wären mit allen Exen, na, mit allen Exen, mit allen Exen in Frieden. Na, alle sagen, danke, mein Lieber, ja, also damals habe ich nicht durchgeblickt, heute blicke ich durch. Ja. Du warst der Spiegel von meinem Vater oder von meinem dominanten Bruder. Ja, du hast mir die Ohnmacht hochgeholt, die schon 20, 30 Jahre in mir war. Heute kann ich sagen, danke, danke, danke. Welche Rolle spielt bei diesem ganzen Anschauen von Konflikten nach innen gehen und spiegeln wirklich die wahre Vergebung? Was ist das für Sie? Die Vergebung kommt aus dem Verstehen. Ich kann es vergeben, wenn ich fühlend verstehe, dass der andere nicht konnte, nicht anders konnte. Darum schicke ich meine Meditationsteilnehmer sozusagen, den, der meine CDs hört und auch im Seminar, schicke ich für 30 Sekunden, 40 Sekunden in den Körper des Gegenübers, sowohl des Vaters, der Mutter, des Bruders, der Schwester, der Ex-Partner etc., damit wir fühlend verstehen können, ach, nee, das hätte ich gedacht. So viel Angst hat der, das hätte ich nicht gedacht. Die haben nur seine große Schnauze gesehen. Der hat ja Angst. Oder so viel Wut in ihm. Ja? Das heißt, wenn wir fühlen, Indianer haben gesagt, geh mal eine Woche in den Schuhen deines Feindes. Ich sage, geh mal 30 Sekunden in den Körper deines Arschengels. Und dann verstehst du. Vergebung heißt, ich kann fühlend verstehen, dass ich es nicht anders konnte, mhm, dass ich mein Bestes gegeben habe. Und dann kann ich meine Urteile zurückgeben, dass du auch, der andere auch, damals nicht anders konnte, dass er oder sie aus dem inneren Kind heraus, dem wütenden Kind heraus gehandelt hat, dass er dachte, mir wird dir was weggenommen, ich muss mich hier verteidigen, ich muss hier um mich herumschlagen. Das heißt, da war jemand nicht in der Lage, mit seinen Gefühlen umzugehen, hat keine Ahnung gehabt vom kleinen verletzten Jungen. Also Vergebung geschieht erst, wenn man auf eine höhere geistig-seelische Ebene geht. In Kombination von Kopf und Herz. Mhm. Der Kopf kann verstehen, kann sich öffnen für einen neuen Gedanken. Ich öffne mich für den neuen Gedanken, dass der andere es zu jedem Zeitpunkt so gemacht hat, wie er konnte, ebenso ich. Und ich habe nur darauf reagiert aus Mustern heraus oder... Und im Herz, das Herz darf dann aufgehen. Und das Herz geht besonders auf, wenn Sie in meinen Meditationen dann auf einmal den kleinen Jungen von Ihrem Ex sehen oder vom Partner und das kleine Mädchen von der Partnerin sagen, oh, das berührt mich aber hier. Sie sehen buchstäblich das kleine Kind des anderen, des Chefs, des Arschengels neben ihm stehen. Ihr kleines Kind steht neben ihm und dann passiert hier etwas im Herzen, da geht was auf. Ja, deswegen Vergebung heißt nicht, ach, du warst eine alte Sau, ich will dir nochmal vergeben, das ist eine Neuauflage der Verurteilung. Und viele sagen auch, mein Vater habe ich schon lange vergeben, aber das ist hier mentale Vergebung. Das hat nicht hier stattgefunden. Genau, das sagen viele. Die sagen, ja, ja, das ist für mich jetzt abgeschlossen. Aber ja, es ist für mich wie, es klingt auch immer schon fast so, es ist im Herzen irgendwie zugeschlossen, ne? Genau, aber nicht das ist vorbei. Transformiert. Ne? Genau, das ist vorbei. Es ist niemals vorbei. Das heißt, wir sind mit allen, mit denen wir besonders nah waren, ob für ein Jahr oder 10 oder 20 Jahre, haben wir eine lebendige Verbindung, eine intensivere, als mit anderen, die wir nie gesehen haben. Und inwieweit haben wir denn auch Verbindung zu unseren Ahnen, auch wenn wir mit denen nie eine persönliche Beziehung hatten? Inwieweit spielen deren Traumata, ungelösten Themen extrem bis auf, oder welche Auswirkungen haben die letztendlich heute in unserem Leben? Eine Menge. Die
Ahnenbeziehungen kommen jetzt auch an die Oberfläche, werden sozusagen aktiviert, werden bewusster. Wir wissen, dass ein großer Prozentsatz aller Krankheiten als genetisch bedingt bezeichnet werden. Da sind wir mitten im Ahnenthema. Das sind die Dinge, die Muster, die nicht jetzt die körperlichen Krankheiten, sondern die dahinterliegenden Muster. Und Glaubenssätze und so weiter. Glaubenssätze, Überzeugungen, Verhaltensmuster des Denkens und Sprechens und Handelns, die über Generation zu Generation weitergegeben worden. Und über unseren Energiekörper oder ist das wie in der Zellspeicherung? Also wie muss ich mir das vorstellen? Also das ist wirklich als Information in unserem Feld. Wenn wir inkarnieren einen Körper, dann docken wir automatisch an das gesamte Informationsfeld aller Menschen, insbesondere unserer Ahnenfamilie. Eine Frau dockt an das Informationsfeld, was alle Frauen erlebt haben. Die Männer alles, was Männer erlebt haben. Heißt, wir bringen eine Menge mit. Und das nicht nur eben auf der DNA-Ebene, sondern auch auf der spirituellen Ebene. Wir sind voll verknüpft mit dem, was unsere Ahnen erlebt haben. Und darum haben sie ganz interessante Wiederholungen, Merkwürdigkeiten. Wenn also einer der Ahnen verschollen war und dann über geredet wurde, ja, dann kann dieses Thema wiederkommen, wenn Suizide da waren. Besonders bei den Themen, die unter den Teppich gekehrt worden sind. Ja, da wird der Teppich jetzt aufgerollt und oft ein oder zwei Generationen später greift ein Enkel oder Urenkel das Thema eines Großvaters, einer Großmutter wieder auf, damit es geheilt wird. Deswegen macht es auch so Sinn, sich damit mal auseinanderzusetzen, vielleicht auch mal aufzumalen, wer war denn in meiner Familie, was haben die erlebt, was haben die für einen Beruf gehabt, was waren die Themen, dann würde man schon einige Muster erkennen, oder? Wenn man noch Verwandte hat, dann macht es wirklich auch Freude zu sagen, wie war das denn damals bei der Oma, wie seid ihr eigentlich aufgewachsen? Wer war der Opa? War da der Schwache, der Starke und so weiter? Wie war das eigentlich? Wie lange ist er im Krieg geblieben? Hat der überhaupt darüber geredet? Wenn man da offen, herzoffene Menschen in der Verwandtschaft hat, lohnt sich das. Haben aber die meisten nicht. Deswegen besser, ich gehe in eine Meditation rein. Meine heißt, befreie deine Ahnen, deine Familie und dich. Und da sehen sie, wie die Ahnen kommen am Platz. Und sie können denen begegnen. Sie können die Ahnen rufen, die zum Beispiel ausgegrenzt wurden, ausgeschlossen waren. Eine ganz besondere Gruppe. Wir haben sehr viel mit Ausgrenzung zu tun gehabt. Mit dem reden wir nicht mehr, der ist für uns gestorben, der ist der Schuldige, mach, dass du wegkommst. Und diese Ausgrenzung ist eben energetisch auch eine Blockade, die im gesamten Familiensystem wirkt und dann bis in die Enkel- und Urenkelreihe weiterwirkt, bis sie gelöst wird. Aber es gibt immer ein oder zwei, die dann irgendwann kommen, die dieses Thema wirklich aufgreifen. Ja. Das ist ja nicht, dass es bei jedem zutage kommt, oder? Nein, also, sie können sogar ist zwar sagen, im Feld, aber sie können sogar sagen, diese Seele sagt, ich gehe wieder rein in den Körper und möchte es jetzt lösen. Das heißt, die haben entweder sehr enge, dieselbe Seele oder sehr engen Kontakt zu dieser Seele, die damals ausgegrenzt, umgebracht worden ist, verschollen ist. Oder ist es fast sogar dieselbe Seele, die einfach immer wieder inkarniert in demselben Familiensystem? Das könnte sein, aber da wissen wir später mehr drüber, wenn wir oben ankommen. Im Moment können wir das nur annehmen. Woher haben Sie eigentlich Ihr Wissen so bezogen? Beziehen Sie das aus eigenen Meditationen oder ist es wirklich alles aus Selbsterforschung so entstanden und über die Jahre? Das ist eine Mischung. Mittlerweile natürlich nach so vielen tausend Seminaren oder Vorträgen und Menschenbegegnungen. Aber vieles habe ich mitgebracht auch, würde ich sagen. Ja. Und als Kind oder haben Sie als das schon kind, gemerkt? Die ganze Entwicklung, die ich gemacht habe, gehörte alles zusammen. Ob das zu Hause war, in einem super katholischen Elternhaus, ob das im Internat war, im Klosterinternat war, da war schon sehr stark Verbindung nach oben da, das kann mich sehr gut erinnern. Bis auch über die Krisenerlebnisse im Tagesgymnasium, mal auch hier Ohnmacht, Hilflosigkeit durchzuleben. Also Sie haben im Grunde auch alle diese Gefühlsebenen durchlaufen. Ja, ja, also das war auch so Ihr Prozess, um... Ja, bis ein Jahr Suizidversuche. Ja, eben während der Panikattacken. Ich habe nur Tunnel gesehen und wollte meinen Wagen gegen einen Baum fahren. Er hat mal ausgeholt, bin morgens Umwege gefahren, in der Hoffnung, den Baum heute Morgen zu treffen. Also wirklich bewusst die Entscheidung, heute mache ich Schluss. Ja. Ja, also das ist eben wichtig, wenn Sie Therapeut sind, dass Sie Todesangst kennen und sonst was alles. Und dann können Sie auch andere Menschen mitfühlender begleiten. Also das klingt immer auch so, dass Sie, als wären Sie jetzt schon total fertig. Ja? Boah, so, und, aber inwieweit, was für Menschen sind denn Ihre Knöpfedrücker noch? Also haben Sie die auch so wie jeder andere auch, dass Sie sagen, ey, ich bin immer noch genauso. Das sind viele kleine Dinge. Bin ich auch nicht bewusst. Ja? Der Mensch ist nicht bewusst heute oder so? Nein, nicht bewusst. Es geht darum, dass sie gucken, wo sie sich ärgern. Zum Beispiel gestern Morgen checke ich, bin nachts losgefahren in Köln, um nach Magdeburg zu kommen. Komme da morgens an, in der Hoffnung, vielleicht ist dein Zimmer schon frei. Ne? Mhm. Und die Frau in der Rezeption, die war dann so eiskalt, ne? Ich bitte einchecken. Nein. So interessant, ne? Sehr freundlich. Ne? Ich sage, ja, aber Sie haben so viel Zimmer, könnt ihr schon eins fahren. Nein.
Das war so eine Knöpfe-Drücke. Ne? Da denke ich auch im Kopf, ne, könnte ja auch schon freundlicher sein. Ne? Das ist die unfreundlichste Rezeptionistin, die ich hier gehabt habe, in den letzten Monaten und so weiter. Dann grummelt das auch in mir. Aber das beobachte ich dann und sage, hey, die Frau kann es nicht besser. Oder so. Aber Sie lassen den Therapeuten dann auch mal beiseite und sind nur der Robert, oder? Willen, ich bin der Natürlich, ist das, also das, wir sind immer in Bewegung. Mhm. Wir haben immer Themen mit sich. Vor allen Dingen, das Größte, glaube ich, ist noch nicht mal das, was andere auslösen, sondern was Sie gerade denken. Wenn Sie mal, deswegen empfehle ich den Leuten immer mal ein Wochenende oder später sogar eine Woche allein zu verbringen, irgendwo in der Natur. Gehen Sie mal ein Wochenende mit sich allein in der Natur, ohne Kontakt zu anderen Menschen, ohne Smartphone. Und schauen Sie mal, wie Stimmungen sind. Ja, welche Stimmungen da kommen. Ob da zum Beispiel Einsamkeit kommt oder komisch, ne? Ich fühle mich schlechte Laune. Ne? Nehmen Sie schlechte Laune. Da war kein Mensch da und Sie haben schlechte Laune. Ja, woher kommt die? Na? Diese Unruhe und Unzufriedenheit mit sich selber, dass man anfängt, hey, da habe ich gerade gedacht, jetzt könnte es doch woanders sein. Warum machst du hier so einen Blödsinn? Muss das machen? Und so weiter. Ja. Diese Unfrieden mit sich zu beobachten, sagen, hey, guck mal, wie du gerade mit dir umgehst. Was hast du gerade gedacht? Ja, ich sollte weiter sein, das Spirituelle. Ich sollte schon weiter sein oder ich sollte jetzt woanders sein. Sie haben neulich ein Video hochgeladen. Moment, jetzt fällt es mir ein, warum Spirituelle nicht in den Himmel kommen. Kann das sein? Das ist ein Vortrag, warum Spirituelle später in den Himmel kommen. Ach, später, nicht in den Himmel. Später in den Himmel kommen. Warum? Weil sie oft nicht bodenständig bleiben, weil sie nicht auf dem Boden sind und nicht ehrlich zu sich sind. Sie haben ein Leben, sehr viele Menschen, die sich spirituell nennen, leben eine gedachte Spiritualität. Sie haben zum Teil sogar Kontakt nach oben, also mediale Fähigkeiten. Ganz viele. Aber kriegen den Boden nicht auf die Erde, kriegen ihre Brötchen nicht gebacken. Heißt, verurteilen sehr oft das irdische Menschsein, verurteilen so banale Sachen wie arbeiten gehen oder Klo putzen. Ja, also das Ganze und verurteilen sehr oft kommt ja aus dem Osten, aus dem Buddhismus, verurteilen das Fleisch, heißt die Materie. Essen Sie denn Fleisch? Aber gerne. Ja? Ich koche es. Weil, sehr gerne. Mir kommt das immer so vor, dass so viele dann in so ein Extrem rutschen und dann so. Mal, das ist Kopf. Und dann gucke ich die immer an und denke, ja, aber so glücklich wirken die trotzdem nicht. Nein, ja? Die sehen meistens etwas blass aus. Ja, ne? Nein, die verwechseln einfach, dass eine Pflanze, ob da ein Wirsing, ein Rotkohl oder sonst was, ein genauso lebendiges, lebendes Wesen ist wie ein Tier. Ja, genau. Da gibt es auch viele Forschungen drüber. Die Frage ist, wie wir essen, mit welcher Einstellung und Energie wir die Nahrung. Einmal das, sonst werden zwei Dinge in einen Topf geworfen. Massentierhaltung verurteile ich auch, im Sinne von, das darf anders werden. Ja. Das Essen darf bewusster werden, aber wenn einer eben für 1,99 sein Schnitzel haben will, dann muss er wissen, dass er 3 kriegt dafür und dass da auch Leid hintersteht. Ja, und wieder verbindet er sich mit einem Feld, was in ihm wahrscheinlich auf Resonanz geht. Das kann zusätzlich kommen, sein, aber oder? Das, wie gesagt, das interessiert mich so weniger. Ebenfalls mit dem Spirituellen meine ich, wir verurteilen, dass hier im Körper auf der Erde sein. Selbst Sexualität wird von Spirituellen. Ach, jetzt hätte ich das Thema gleich noch angesprochen. Wie bitte? Das Thema hätte ich auch gleich angesprochen. Welches? Noch. Sexualität. Ja, also es wird oft in einen Topf mit verurteilt. Und wir sind aber hier im Körper, um diesen Körper zu genießen, um das Leben zu feiern, um Mutter Erdes Früchte mit großer Freude zu genießen. Das macht auch entspannt. Das macht es ja auch entspannter im Kopf, ne? Weil dieses Ganze enthalten und hier und da und zum nächsten Seminar, ich muss das abarbeiten und auflösen. Irgendwann ist doch auch mal gut. Habe nichts mehr zu tun. Also meine Seminarteilnehmer hoffentlich in der Mehrzahl. Ich schicke die in die Welt und sage, jetzt übt mal. Ja? Denn Spiritualität findet im Alltag statt. Wie verhalte ich mich mir gegenüber, dem anderen gegenüber? Kann ich überhaupt bei mir sein? Da werden Menschen jetzt, wie gesagt, in das Innehalten gezwungen, damit wir Halt finden. Wirklichen Halt in dieser so bewegten Zeit finden sie nur, wenn sie anfangen, nach innen zu gehen und innehalten und überprüfen, mit welcher Haltung gehe ich durchs Leben. Und vielleicht auch mit dem Wunsch oder einfach mal mit dieser Intention, sich selbst zu sagen, ich möchte ein Mensch des Friedens sein, des Glücks, der Liebe. Das ist, haben Sie recht, ist eine Entscheidung. Ich möchte nicht, sondern ich entscheide mich, ein Mensch des Friedens sein. Ich entscheide mich, Frieden zu machen mit mir, mit meiner Vergangenheit, mit allen Menschen meiner Vergangenheit. Damit fängt der Friedensprozess an. Wenn ich die Entscheidung nicht treffe, halte ich Unfrieden aufrecht. Herr Betz, ich freue mich so, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Ich bin berührt und zutiefst dankbar. Sehr gern. Herzlichen Dank. Danke Ihnen auch.
Ja, liebe Zuschauer, ich bin von Socken und begeistert. Ja, vielleicht schauen Sie mal in Ihrem Leben, wer so die Arschengel sind und können ab heute vielleicht diese Menschen mit anderen Augen sehen. Ich wünsche alles Gute und freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.